Benedikt, ihr habt heute den Tabellenführer hier gehabt und ja, angesichts dieser Tatsache kann man vielleicht verstehen, dass ihr heute verloren habt, aber vom Spielverlauf wird es wahrscheinlich bitter gewesen sein. Ja, ich muss sagen, also klar, hier kam der Tabellenführer, da haben wir schon gedacht, da müssen wir heute auf jeden Fall Gas geben. Haben wir auch. Im Endeffekt würde ich sagen, am Ende wären Unentschieden verdient gewesen. Auch angesichts der Chancen, die wir hatten, dann auch gegen Ende hin. Ja, also es war eine super Leistung von der Mannschaft, muss ich sagen. Und ja, vielleicht mit ein bisschen Glück wäre heute mehr drin gewesen. Was die Chancenverwertung angeht, könnt ihr euch heute von Heddesheim einiges abgucken, meinst du nicht? Ja, also ich meine, die hatten in der ersten Halbzeit ein, zwei Chancen, würde ich sagen. Und dann gleich nach der Halbzeit, ja, haben sie eine Chance gehabt, haben sie gleich eiskalt gemacht. Ja, da können wir uns was abschauen. Wir hatten ja jetzt am Ende auch dann zweimal Latte, glaube ich, oder dreimal. Und ja, war viel Pech jetzt am Ende noch. Wie viel hast du als Verteidiger zu tun gehabt, um ja, ansonsten die Heddesheimer zurückzuhalten? Ja, also ich muss sagen, vom Spiel her, die Heddesheimer haben halt viele lange Bälle nach vorne geschlagen. Ich hatte einen relativ, ruhigen Tag, aber ich hatte jetzt nicht so viel zu tun, weil wir einfach viel vorne draufgegangen sind und versucht haben, auf dem Platz hier, der, muss ich sagen, nicht so toll war heute, versuchen Fußball zu spielen, und ich denke, wir haben das echt gut gemacht. Ihr habt ja eine schwierige Entwicklung hinter euch. Ihr habt mehr Neuzugänge als Stammspieler zu Saisonwechsel gehabt. Wie hat sich das jetzt alles, wie hat sich die Mannschaft jetzt gefunden? Wie viel ist noch zu tun? Was meinst du? Ich muss sagen, also der Ruben, der hatte schon eine ziemlich harte Zeit, bevor er hier als Trainer angefangen hat, weil einfach ziemlich viele Spieler gegangen sind. Er wusste nicht, am Anfang von der Runde hat er 6 Zusagen für diese Saison. Und dafür, muss ich sagen, hat er das super gemacht und hat echt noch eine Mannschaft zusammengerauft, die konkurrenzfähig ist die Saison. Ich denke mal, wir haben jetzt kein großes Saisonziel. Wir wollen die Klasse erstmal halten. Aber wenn wir mal jetzt zum Beispiel heute das Spiel anschauen, spielerisch, sind wir auf jeden Fall dazu imstande, oben mitzuspielen, würde ich sagen.